sind wir wieder in der dritten Episode angekommen. Ich bin euer Amitech von The Solaris Agency. Thank you.
Ordensritter. Den Orden der Flammenrose hätte ich hier zuletzt erwartet. Sie haben in Temerien an Einfluss verloren und sind jetzt mit Radovid im Bunde. Geh ihnen besser aus dem Weg, diesen Eiferern. Wir hatten unlängst eine kleine Auseinandersetzung. Vielleicht sind sie noch sauer auf mich. Ich werde ihnen klarmachen, dass deine Anwesenheit in Lokmuin unabdingbar ist. Wie weiter? Was erwartet uns in der Stadt? Getrennte Lager, Pufferzonen und Patrouillen, nicht zu knapp. Jedenfalls erwartet uns das, wenn die Magier der Kammer auch nur ein Fünkchen Verstand haben. Du sprichst wohl aus Erfahrung. Die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Zintra am 2. April 1268 verlief ruhig und friedlich. Abgesehen vielleicht von Hänsels Wutgebrüll und der beachtlichen Sauforgie der Freiwilligen Armee Mahakams. Der Pöbel war hingerissen von dem ganzen hohen Besuch. Unbekannt dagegen ist, dass ich mir mit den anderen eine geschlagene Woche lang den Kopf über den Stadtplänen zerbrochen hatte, um die gekrönten Hohlköpfe auseinanderzuhalten. Keiner sollte auf die Idee kommen, plötzlich eine alte Feder auszugraben. Hier dürfte es nicht anders sein. Die Zauberer wollen das Gold der Könige. Sie sorgen schon dafür, dass sie bis zum unvermeidlichen Krach um das Pontartal keinen ihrer Goldesel einbüßten. Dann wollen wir mal sehen, ob ihr Plan aufgeht. Wenn wir uns aus den Augen verlieren, treffen wir uns auf dem Marktplatz. In Ordnung. Magie oder Gefahr? Halt! Wer da? Geralt von Riva. Sei froh, dass Roche da ist, sonst würde ich dir das Fell abziehen, du mörderischer Köter. Ich bin kein Königsmörder. Was schert mich, ob du Foltests Mörder bist? Du hast die Hand gegen uns erhoben. So etwas vergisst der Orden nicht. Sei gegrüßt. Meine Verehrung. Ich kenne dich aus Rysima. Meine Verehrung. Sei gegrüßt.
meine Verehrung. Einmut, sei gegrüßt. Meine Verehrung. Ich kenne dich aus Vysima. Ich hatte doch einen Apfel dabei. Mhm. Ja! Zauberkünstler! Ich verpasse dir gleich eine. Aha, 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 Geralt von Riva. Ich freue mich, dich unter den Lebenden zu sehen. Und den Freien. Ist das dein Ernst, Graf? So eine Ungerechtigkeit. Dich ohne jede Anhörung einzusperren. Und dann die Schläge, die Folter. Das ist barbarisch, sag ich. Und basiert auf Vorurteilen, auf reiner Unterstellung einer Schuld. Nun, wenn ich gesehen hätte, was Sie gesehen haben... Doch ach, so ist mein Heimatland. Voller Angst und daher rücksichtslos. Kalt wie Stein, finster und hart in Aura wie Geisteshaltung. Da ist was dran, nehme ich an. Eine so vorsichtige wie vernünftige Antwort. Bewundernswerte Qualitäten an sich und gewiss vonnöten in deiner Profession. Wenn du meinst. Nun sag mir, Hexer, was bringt dich her? Bist du Foltests Mörder auf den Fersen? Kurz davor, ihm den Kopf abzuschlagen, wie es deine Art sein dürfte? Brauchst du meine Unterstützung? Ich habe nur ein paar Fragen, Graf. Ja, frag nur. Ich finde, du bist ein talentierter, wenn auch zurückhaltender Gesellschafter. Ich muss sagen, du stichst heraus, Graf. Das ist sicher schmeichelhaft. Aber was meinst du damit? Ich kriege es nicht genau zu fassen, aber sieh dich mal um. Würdest du sagen, dass du deinen Landsleuten ähnelst? Den Göttern sei Dank nein. Weil ich meine Heimat liebe, bin ich der Erste, der seine Schwächen bemerkt. Und davon gibt es viele. Zum Beispiel? Heuchelei, Aberglaube, keine Lernerfolge. Muss ich fortfahren? Wenn es dir nichts ausmacht. Nimm nur euch Hexer. Die Götter wissen, dass wir unter einer Monsterplage leiden. Präkonjunktionell, postkonjunktionell, magisch gezüchtet, fauligen Sümpfen und den finsteren Abgründen unseres Landes entsprungen. Es gibt keine präkonjunktionellen Monster. Du bist unnötig bissig.
Wir haben nur ein Mittel gegen diese Pest. Und das schwindet dahin. Während wir das Mittel verachten, ihr werdet gemieden, bespuckt, in stürmischen Nächten fortgeschickt. Würdest du das vernünftig nennen? So ist das nun mal. Gesprochen wie ein wahrer Vertreter einer aussterbenden Art. Was bringt dich nach Lokmuin? Sorge um ein Land, Hexer. Und ein eiliges, recht überraschendes Anliegen von Konstabler Nathalis. Überraschend? Wie das? Sicher machst du Scherze, Hexer. Um die Wahrheit zu sagen, nur wenige könnten so kurzfristig loyale Kräfte aufbringen, die den meinen gleichkommen. Baron Kimbold ausgenommen. Doch obgleich ich Volltests ganzes Vertrauen besaß, kann ich das vom Vertrauen meiner Mittemerier nicht behaupten. Und was meinst du, warum nicht? Sie verachten mich. Ich teile weder ihre Gebräuche noch ihre Überzeugungen. So viele gekrönte Häupter. Da wirst du viel zu tun haben. Gruß euch, Soldaten. Sei gegrüßt, Hauptmann. Wen sehe ich denn da? Hexer Geralt, Meister im Aufspüren quadratischer Münzen. Was willst du? Beim letzten Mal kam uns noch Zivik in die Quere. Heute bist du allein. Los, kämpf! Weißt du, was stillgestanden heißt, du Idiot? Jawohl. Woher kommst du? Aus Mirka, Hauptmann. Nur Holzwolle im Kopf, du Arschlochter. Jawohl, Hauptmann. Rühren! Wir dienen seiner Majestät, dem Kaiser. Treu und ergeben. Treu und erfolgreich. Wenn nicht, dann ziehe ich euch einzeln die Haut ab. Jawohl, Herr Hauptmann. Macht ihr eure Sache aber gut. Wird der Kaiser euch danken. Kapiert ihr, Waffen? Es ist der Kaiser. Formieren! Marsch! Ich krieg dich noch dran, Spitzel. Versuch das nicht nochmal.
Lass mich raten. Das ist der starke Numa und ich bin sein Schüler. Jetzt hast du mir den Spaß verdorben. Der starke Numa bricht Stieren den Hals, verbiegt Eisenstäbe und besiegt jeden. Numa. Sein Geheimnis sind Pilze und Kräuter aus Elander. Sie werden in der Morgendämmerung von jungfräulichen Priesterinnen gesammelt. Du kriegst sie jetzt zu einem sehr anständigen Preis. Na, wie sieht's aus? Du bist entweder unaufmerksam oder ungehobelt. Ich dachte, ich könnte Freunde aus früheren Tagen treffen, mit ihnen reden, in Erinnerungen schwelgen. Aber alle wenden sich von mir ab. Ich bin Luft für sie. Zauberer sind nicht unbedingt für ihre Höflichkeit berühmt. Wem sagst du das? Sie haben mich unter fadenscheinigsten Vorwänden aus Ban-Art geworfen. Vermutlich habe ich zu oft gegen den Rektor gewonnen. Jetzt haben sie mich vergessen und mir reicht's. Ich verzichte auf meine Bücher und Amulette. Ich will mit den Zauberern nichts mehr am Hut haben. Ich werfe mal einen Blick drauf, wenn du gestattest. Von mir aus kannst du diverse Blicke drauf werfen. Guten Tag. Ich bin Geralt. Bras von Ban-Art. Ich kenne dich noch aus Tanet. Hatte ich auch in Ochsenfurt gesehen. Offenbar begegnen wir uns nur auf elfischem Boden. Vielleicht. Aber dich führt sicher nicht das Verlangen her, mit mir über Elfenruinen zu reden. Eigentlich wende ich mich an dich als Waffenkundigen. Ich bin kein Fachmann. Du bist der beste Schwertschmied unter den Zauberern. Dabei interessieren mich eher die materiellen Kulturschätze anderer Rassen. Ich brauche einen soliden materiellen Kulturschatz für meine Faust. Ich kann mir denken, dass es da zwingende Umstände gibt. Kugeln!
Zerbrecht die Wünschelruten! Zerstampft eure Hüte! Verscheucht eure schwarze Kappe! Die Fledermaus! Die Eule! Das ist eindeutig. Hübsches Lokal, meine Verehrung. Danke für das treffende Kompliment. Willkommen im ewigen Feuer. Die Küche ist Tag und Nacht geöffnet? Aber nein, ewiges Feuer bedeutet Licht der Wahrheit, Glut echter Gemeinsamkeit. Nur im ewigen Feuer, unter diesem Zeichen, müssen die Hexen brennen, trifft der Mann seinesgleichen. Haduvit hat sie doch geschickt, du Armleuchter. Sowas tut man aber nicht. Reiß dich zusammen. Ha? Ha. Sei gegrüßt. Grüß dich? Wenn es die Kammer noch gäbe, wäre es niemals dazu gekommen. Wenn meine Oma ein Schnurrbart hätte, wäre sie ein Wels. Grüß dich. Was willst du?